Also selbst diesen Sprung würde ich es wahrscheinlich nicht überleben. Fällt mir es jetzt auf, da ist so eine riesen Kurbel drüber, die einfach nur Helligkeit ausleuchtet. Beziehungsweise ausstrahlt. Also die leuchtet halt einfach nur, das wollte ich sagen. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendetwas hier oben übersehen habe, aber naja. Ja, gut. Da könnte man rein theoretisch rüber. Aber da es das Spiel nicht vorsieht, werde ich dabei definitiv nicht überleben. Oh. Stimmt ja. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Da kann ich nicht zurück. Und da gibt es kein Zurück. Also doch den anderen Weg runter. Schon doof, dass ich nicht einfach von hier rüber kann. Ups. Ja, das tat weh. Ist halt aber sowas von weh. Da klopft doch irgendwas. Was da poltert irgendwas. Also im Spiel. In-game.
Ich will jetzt nicht wieder zurückrennen. Mir ist gerade rein zufällig wieder eingefallen, wo ich das Messer hingeworfen hatte. Ich habe jetzt keine Lust, durch die ganzen Häuser zu laufen. Ja, die eine ist 6. Avenue, das weiß ich ja schon. Aber wo ist die zweite? Lucy, hallöchen. Dankeschön für deine Host. Ich überlege gerade, den Stream schon zu beenden. Und dann mal zu schauen, ob ich vielleicht. Boah. Bis zum nächsten Mal weiß, wo ich die zweite Sicherung finde. Ich erkläre dann schon mal, beziehungsweise, was heißt sie erklärt, beantwortet dann schon mal die Frage, die ich gleich gestellt hätte, Lucy. Kannst du schon ins Bett und kurz vor eins wieder wach? Ja, das ist normal für manche. Wieso fragst du mich dann, ob das normal ist? Wenn es für dich nicht normal ist. Aber für mich so gesehen schon. Upsala. Ach ja. Fünf, vier, drei, zwei, eins, vier. Die hätten wir ja schon mal angerufen. Hat uns nicht wirklich viel gebracht. Jeff, willkommen im Team. Sicherlich hat dein Chef schon die grundlegenden Sachen erwähnt, aber hier sind ein paar Dinge, die dir nützlich sein werden. Erstens, diese Höhle ist nass, kalt und voller Pfützen. Pass auf, wo du hinläufst. Zweitens, Zigarettenpause alle 2 Stunden am wichtigsten. Dann ist nichts wichtig, es ist einfach nur Müll. Drittens, der Chef ist ein Helm. Viertens, vergiss den Code für Sektor D nicht. Du wirst den ganzen Tag ein- und ausgehen, präge ihn dir also lieber gut ein. Der Code ist 279, die letzte Nummer ist mit Tinte übersät. Ich kann es nicht lesen. Ja, stimmt, das hatte uns ja auch noch geholfen gehabt. Hat sich die Statue gerade kurz bewegt gehabt? Stacheldrahtzaun. Alles klar, dass ich es jetzt.
Es kann mir aber nichts bringen, weil ich habe gerade ein bisschen nachgelesen, nicht wirklich, wo es ist. Da konnte ich mir noch zurückhalten, drauf zu klicken. Das, was ich gelesen habe, war, dass jemand anderes bereits komplett zurückgelaufen ist und alles abgesucht hat und nichts gefunden hat. Es ist halt die Frage, wollen wir es trotzdem wagen und zurückgehen oder nicht? Hey, bin ich jetzt ernsthaft zurück oder was? Ach nee, das ist richtig, alles gut. Ich bin, glaube ich, schon einfach viel zu müde dafür. Zurück in den Häusern, wo nichts sein dürfte. Ehe, bitte, das ist gerne nicht mehr so schlicht. Dann kann ich noch mal schauen, ob ich irgendwo Klamotten oder so übersehen habe. Habe ich ja letztens auch festgestellt, dass es hier Sachen gibt, die ich einsammeln kann. Klamotten und irgendwas anderes war das noch. Ist das nicht der Weg, den ich gerade... Da habe ich die Tür dann zur Linken gehabt und ich... Oh. Nee, warte. Das hier ist die, durch die ich durch bin. Deswegen hatte ich die Tür zur Linken. War durchaus richtig. Das ist so eine Tür im Boden. So eine Falltür. Die Sicherung von diesem Gebäude wäre doch schön. Schade. Ja, du siehst das richtig. Ich habe einen Schlüssel. Ich weiß auch wofür. Das Ding ist halt, dass mit der Schlüssel absolut nichts bringt.
Hauptsache, ich kloppe überall gegen und drauf. Schade. Schade, schade. Aber das hier ist ja eine Sackgasse, ne? Ja. Ich meine, wieso auch nicht? Aber die an diese beiden Tage-Dinger da auf dem Boden erinnere ich mich nicht. Ah nein, falsche Tür. Hier fällt gerade was auf, Lucy. In OBS. Der Host vorhin von Papa Tom wird mir im Aktivitätsfeed von OBS gezeigt. Nur deiner nicht. Wie hostest du mich denn? Falsche Tasten. Sah gerade irgendwie aus wie so ein kleines Loch da in der Wand. Ich rede von allgemein, von jedes Mal, nicht von jetzt gerade. Wie gesagt, die ersten ein, zwei Hosts von dir habe ich ja gesehen im Aktivitätsfeed. Aber danach keinen einzelnen mehr. Hä, du weißt nicht, wie du mich hostest? Du hast es doch fast täglich getan. Jetzt bin ich verwirrt. Ups. Ich taste hier gerade mit E den Boden ein wenig ab, ob ich irgendwo was übersehen habe, was ich vielleicht nicht direkt sofort erkenne.
Ich habe unter jedem Stream einen Host-Button, den drücke ich und ich. Den drücke ich, ich glaube, der ist mitgekommen mit den mit einer anderen Browser-Erweiterung. Okay. The Mord-Team, okay. Okay. Du solltest den untersuchen. Hätte ja sein können, dass ich da einen Schlüssel oder so kriege. Wollte ich nicht. Möchte ich nicht.